Herzlich willkommen zur heutigen Episode und dem Thema von Sagen bis Liedern, die Drachen unserer Zeit. Ich habe mir heute mal wieder Thomas Ritter eingeladen. Er ist Reiseleiter und eine wandelnde Bibliothek. Wir haben ja schon etliche Episoden gemacht zum Thema Palmblattbibliothek, Atlantis, Naturwesen und die habe ich natürlich alle wieder verlinkt in der Beschreibung. Und heute schauen wir uns die Themen Drachen an und da werden wir uns einfach damit beschäftigen, welche Überlieferungen gibt es zu Drachen, wo finden wir sie, wie nehmen wir Drachen auch heute noch wahr und was haben sie für uns für Bedeutungen? Und wer sich dann sozusagen noch mehr beschäftigen möchte mit Thomas, seinen ganzen Arbeiten und allen Sachen, die er anbietet, habe ich natürlich auch wieder die Links reingepackt in die Beschreibung. Die Episode ist wie immer in Kapitel unterteilt, also es kann gnadenlos rumgesprungen werden. Dann bleibt mir noch eins zu sagen. Danke, dass Sie wieder Zeit haben. Danke, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Thomas Ritter. Dankeschön für die erneute Einladung. Ich freue mich auf unser neues Gespräch und natürlich ein ganz herzliches Willkommen an alle, die uns hier zuschauen. Ja, ich bin schon ganz gespannt, was heute zu den Drachenthemen kommt, weil das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Und ich weiß, dadurch, dass Sie so viel unterwegs sind, haben Sie natürlich von allen möglichen Bereichen schon Wissen da. Und da können wir ja einfach mal anfangen. Wo Genau. überall auf der Welt gibt es denn Drachen? Also ganz simpel gesagt, eigentlich überall. Ja, also nicht nur in der europäischen Kultur, hier in Europa, aber man kann auch sagen im Nahen Osten und also im Orient, sagen wir es mal so, und in Nordafrika werden sie als ja eher negative Kräfte dargestellt. Ja, also dort gelten sie aber so als das Böse. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch einen guten Teil mit den drei großen Buchreligionen zu tun hat. Denn dort ist ja die Schlange, der Drache ist ja immer das Böse, das ist ja ein Symbol Satans. Und deswegen sind diese Wesenheiten hier im europäischen Raum eher negativ konnotiert. In Südamerika, Mittelamerika zum Beispiel, da haben wir diese fliegende Federschlange, was ja auch so ein drachenähnliches Wesen ist. Je nachdem, nach Landstrich wird es unterschiedlich genannt. Entweder Quetzalcoatl oder Kukulkan oder Kontiki Viracocha. Es meint immer das Gleiche, dieses drachenähnliche Wesen. Das wird aber dort als Weisheitsbringer verehrt, also etwas sehr Positives. Und in den Bereichen ja, Südostasiens zum Beispiel, aber bis hin nach China, das ist ja besonders bekannt für die Verbindung zu den Drachen, aber auch im Rest Südostasiens, da sind Drachen eher etwas Positives. Im Einzugsbereich des alten Indien, also da würde ich auch heute noch Myanmar, also das ehemalige Hinterindien, aber auch die Khmer-Kulturen und Thailand und so weiter mit dazu nehmen. Und dort spricht man ja eher von den Nagas. Diese Nagas sind ja auch so reptiloide, drachenähnliche Wesen. Und die werden halt verehrt, genauso wie in Tibet. Dort heißt es ja, die Bewohner von Agartha, also dieses unterirdischen Königreiches da unter dem Himalaya, unter dem Hochland von Tibet, das seien ja auch solche reptiloide Gestaltwandler. Und die gelten als ja, sehr weise, spirituell sehr hochstehend, Hüter eines uralten, umfassenden Wissens, aber auch Hüter von materiellen Kostbarkeiten. Und sie sind uns gegenüber eher neutral eingestellt. Also die wollen im Prinzip eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, weil sie sind nicht so unbedingt mit dem einverstanden, wie wir miteinander und mit der Welt umgehen. Also deswegen halten sie dann Abstand. In China, ja, China kann man sich ohne Drachen gar nicht vorstellen. Ja, der Drache ist ja wirklich da ein essentieller Bestandteil der Kultur bis hin zum diesem chinesischen Sternzeichen eben des Drachen, wo halt auch das Jahr des Drachen hatten wir jetzt vor kurzem erst. Und dort gelten sie eben als Glücksbringer, ja, als Symbol für Schutz und Kraft und Stärke und eben natürlich auch Glück. Und in Südostasien, aber speziell in China, gibt es einen schönen Spruch, der sagt, also Glück ist etwas viel zu Wichtiges, als dass man es dem Zufall überlassen könnte. Ja, deswegen werden Schön. natürlich die Drachen auch gehegt und gepflegt. Sie werden in sowohl der Bereich Thailands, aber auch in Malaysia, in Indien, werden sie halt verehrt. Man sucht sich mit ihnen gut zu stellen. Man bittet sie um Hilfe. Und es gibt auch tatsächlich Tempel oder Plätze, wo man sagt, das sind Übergänge in diese Welt der Drachen. Wobei das kann eine Eingang in eine unterirdische Welt meinen, also ein solches Refugium wie Agartha. Das kann aber auch ein Übergang in eine andere Dimension bedeuten. Also zum Beispiel in Nong Khai, im heutigen Thailand, dort in der Nähe, gibt es etliche Tempel, die den Drachen da geweiht sind, diesen Nagas. Und dort heißt es, diese
Tempel sind tatsächlich Übergänge in deren Welt. Und die Naga sollen auch die großen Flüsse Südostasiens geschaffen haben, also unter anderem den Mekong, der ja dort bei Nong Khai vorbeifließt. Also den sollen die sozusagen ausgeschoben oder ausgewaschen haben mit ihren Körpern. Also als sie da halt lang sind, dort ist das, so soll der Fluss entstanden sein. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die man sich auch jedes Jahr anschauen kann, und zwar zum Ende der Regenzeit. Das ist immer Ende Oktober, Anfang November. Und zwar, da gibt es den ersten Vollmond nach der Regenzeit, und da wird in Nong Khai ein spezielles Fest gefeiert. Das dient der Ehre oder dem Gedenken an Buddhas Rückkehr aus den Himmeln. Buddha war ja bei den Devas, war bei den Göttern eingeladen, die wollten, dass er ihr Lehrer wird. Und Buddha hat dann aber abgelehnt, er hat also sein Wissen weitergegeben, aber er wollte da nicht bleiben, sondern er ist halt zu den Menschen zurückgekehrt. Und diese Rückkehr wird also jährlich dort zu diesem Neumond-Festival gefeiert. Und interessanterweise haben sich nach der Legende nicht nur die Menschen sehr über seine Rückkehr gefreut, sondern auch die Nagas. Und es heißt, die Nagas, die dort im Mekong noch wohnen, würden also anlässlich dieses Festes ihm zu Ehren Salut schießen. Deswegen nennt man es auch das Feuerball-Festival. Denn Schön. zu diesem Neumond, also oder um diesen Neumond herum, das beginnt so 2, 3 Nächte vorher, setzt sich dann noch 1, 2 Tage nach dem Vollmond fort, da steigen aus dem Mekong Feuerkugeln auf. Die sind also große Lichtkugeln, die sind vom Durchmesser her Faust bis Kopf groß, bis hin zum Durchmesser von mehreren Metern. Die steigen da auf. Klassische wissenschaftliche Erklärung: Der Mekong ist sehr nährstoffreich. Es würde sich also um Methangas handeln, was da am Grund entsteht, dann in Blasen aufsteigt. Und Methangas ist bei sehr niedrigen Temperaturen entflammbar. Das heißt, das würde sich da entzünden und dann so auf die Weise in die Luft steigen. Ja, da frage ich mich natürlich, warum passiert das nicht jede Nacht, sondern Ich hätte bloß jetzt zu auch noch, ich diesem würde fragen, Zeitpunkt? und was macht es so besonders, dass es genau dann kommt? Genau dann. Und vor allen Dingen, selbst wenn man den Vollmond jetzt mit dazu nimmt, dann müsste es ja eigentlich bei jedem Vollmond passieren. Aber es passiert wirklich nur dann, zu diesem Feuerballfestival. Und die Einheimischen, wie gesagt, haben die Erklärung, ja, die Nagas freuen sich halt, die feiern da mit und die schießen halt eben Salut. Das Ah, ist der Grund. schön. Wer also mal so ein richtiges UFO-Phänomen sehen möchte, sagt, ich will mal endlich ein UFO sehen, bitteschön beim Feuerballfestival von Nong Khai funktioniert das. Einfach mal bei Google eingeben, wann das dieses oder nächstes Jahr ist. Und dann kann man dorthin und sich das Ganze selber anschauen. Also das ist empfehlenswert. Und da sieht man, dass also in Südostasien die Leute ganz anders und viel unbefangener mit diesen Wesen umgehen. Wobei wir nehmen einfach mal dort den Umgang mit diesen Wesenheiten. Die Nagas gelten ja als Gestaltwandler, also die können auch in menschlicher Gestalt auftreten oder als halb Schlange, halb Mensch. Und wie gesagt, sie gelten als spirituell sehr hochstehend. Sie werden auch als Weisheitslehrer angesehen. Also haben wir hier schon den Grund, warum man in Südostasien mit den Drachen oder den Drachenschlangen sehr positiv umgeht. Also das waren offensichtlich Angehörige oder sind Angehörige einer Kultur, die lange vor den Menschen gelebt hat, diese Erde beherrscht hat und sich dann allmählich zurückgezogen hat in unterirdische Refugien oder parallele Dimensionen. Die gleiche Erinnerung haben wir übrigens in Lateinamerika. Diese Drachenschlangen, also egal ob jetzt Quetzalcoatl oder Contiki Viracocha, werden eben als fliegende Schlangen, aber auch als Weisheitslehrer dargestellt, und die konnten offensichtlich auch ihre Gestalt wechseln. Sie werden nämlich auch als teilweise hochgewachsene, hellhäutige, bärtige Männer beschrieben, die ebenfalls von den Einheimischen dort als Kulturbringer verehrt worden sind. Es gibt da ganz tolle Thesen, manche, die sich eher so mit den Ancient Aliens und den Ancient Astronauts beschäftigen, die sagen, ja gut, diese Drachenschlange ist eigentlich das Fluggerät, ja, was die Außerirdischen dahergebracht hat, und die Beschreibung dann dieser Weisheitslehrer, das waren halt diese Weisen des Altertums. Die kamen halt von den Sternen und wurden eben dann als Götter verehrt. Andere sagen, na, das können wir irdisch erklären. Eigentlich waren das Wikinger, und die hatten ja diese Drachenboote, ne, mit den geschnitzten Köpfen. Und da war sozusagen die Drachenschlange war eben dieses Schiff mit diesen gestreiften Segeln. Und ja, die Besatzung, das waren halt die Kulturbringer. Jacques de Malieu hat darüber einen ganzen Zyklus geschrieben, über den Kontakt der Wikinger mit der neuen Welt, also mit Mesoamerika, lange vor Kolumbus. Also wer sich dafür interessiert, des Sonnengottes große Reise oder der weise König Ipir, das sollte man mal in der Hinsicht gelesen haben. Also da sieht man, die Drachen sind in diesen Weltgegenden sehr positiv angesehen. Bei uns, wie gesagt, eher weniger. Könnte man religiöse Einflüsse geltend machen? Mache ich zum Teil auch. Wie gesagt, also dass diese christliche Weltsicht, aber auch wie gesagt im Orient, der Islam und auch das Judentum mit den Drachen nichts zu tun haben wollen. Also das ist eher das Symbol des Bösen.
Da kann es sein, dass natürlich auch so gewisse Urerinnerungen mit einer Rolle spielen, die vielleicht daran gemahnen, dass man es hier in bestimmten Gegenden auch nicht jetzt mit intelligenten Wesen, sondern mit Tieren zu tun hatte, die teilweise auch gefährlich werden konnten. Da gibt es aus der Zeit der Gründung des Etruskischen Reiches, ne, also Etrurien, das ist ja heute die Toskana und das geht ja dann hoch bis Richtung, Richtung Rom. Das Etruskische Großreich war ja so sozusagen der Vorläufer des Römischen Reiches und die Etrusker sind ja auch im Römischen Reich aufgegangen. Würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu machen, aber wir können sagen, Rom wurde zwar auf sieben Hügeln erbaut, aber zwischen den sieben Hügeln gab es Sümpfe und es waren die etruskischen Ingenieure, die die Cloaca Maxima, also diese große Entwässerung, geschaffen haben, die das Land trockenlegte und ohne diese Entwässerungsanlage, die übrigens bis heute funktioniert, würde es das Rom so nicht gegeben haben. Es waren die Etrusker, die praktisch Rom geschaffen haben. Und über den Zeit der Regierung des ersten etruskischen Großkönigs Lars Porsena. Da gibt es eine Legende, die spricht von einer sogenannten Chimäre. Lars Porsena residierte in Clusium, das ist das heutige Chiusi im Chianti-Gebiet. Und dort findet man auch noch sehr viele Spuren der etruskischen Kultur in dieser Region. Und damals war es aber so, dass in der Nähe von Clusium ein merkwürdiges Geschöpf auftauchte, was man eben auch so drachenartig beschreiben könnte. Das haben diese Etrusker als Chimäre bezeichnet. Und da sieht man tatsächlich ein Verhalten eines Tieres, was zum ersten Mal mit menschlichen Eindringlingen konfrontiert wird, die offensichtlich da in sein Revier hineingekommen sind. Und es ist zuerst etwas scheu und ernährt sich eigentlich eher von den Abfallhalden der Stadt. Und dann merkt es, naja, aber wenn ich da die Haustiere angehe, es fängt also mit Hühnern und dann mit Ziegen an, geht schließlich auf Kühe los. Also die Beute wird immer größer. Und zum Schluss greift es auch Menschen an, also vor allem Kinder und Frauen, und bringt sozusagen die ganze Gegend in Angst und Schrecken. Und der Großkönig muss sich natürlich was einfallen lassen, weil er sieht seine Macht gefährdet. Also beordert er zwei seiner, man könnte sagen, Priesteringenieure heran, die sogenannten Fulguriatoren. Wir kennen die, sagen wir mal, Theokratie der Etrusker aus den Beschreibungen der Römer, aber auch der Kelten, mit denen sie ja zu tun gehabt haben. Man könnte sagen, dass die Priesterhierarchie bei den Etruskern so ähnlich wie bei den Kelten geordnet war. Also man hatte Priester, die tatsächlich für den Gottesdienst dazu zuständig gewesen sind, also die Rituale in den Tempeln vollführt haben. Man hatte dann die Barden, also die Sänger und die Geschichtenerzähler, die sozusagen das lebendige Gedächtnis des Volkes gewesen sind und also mit die Taten der Vorfahren besagt und damit die Tradition und Geschichte wachhielten. Und man hatte natürlich auch die Heiler und die Zukunftsdeuter. Und dann gab es einen Unterschied von der etruskischen Seite zu den Kelten, denn die Etrusker kannten eben noch diese Priesteringenieure, diese Fulguriatoren, das heißt übersetzt die Blitzemacher oder die Blitzewerfer. Na, also Fulgur ist der Blitz und Fulguriator ist der, der den Blitz machen kann. Vergleich Gladiator. Gladius das Schwert und Gladiator, der mit dem Schwert kämpft. Ja. Und diese Priesteringenieure wurden von Lars Porsena beauftragt, dieses Wesen zu vertreiben, weil sie konnten, so ist das halt beschrieben in den Quellen, mit bestimmten Vorrichtungen, da gehörten also Bronzestangen, Spiegel, Kupferelemente, aber auch Linsen aus Bergkristall dazu, konnten sie offensichtlich eine Art Mikroklima erzeugen und in gewissen Grenzen das Wetter machen. Speziell konnten sie Gewitter erzeugen, also Unwetter hervorrufen, deswegen die Die Blitzemacher. Blitzmacher. Und die beiden haben das natürlich auch gemacht und sie haben es ein bisschen zu gut gemeint, weil der Blitz, den sie erzeugt haben, der hat das Tierchen nicht vertrieben, sondern hat es glatt erschlagen. Und damit war das Thema erstmal geklärt und die Macht des Großkönigs wiederhergestellt. Hier sehen wir, dass also die Begegnung mit den Drachen im europäischen Raum zumindest nicht so friedlich verlaufen ist. Ne? Schauen wir uns mal Siegfried und den Lindwurm an. Ne? Der hat also den Lindwurm erschlagen, weil er an den Schatz der Nibelungen heran wollte, dann auch noch in diesem Blut gebadet, um dann ebenfalls sozusagen die Haut so widerstandsfähig wie beim Lindwurm zu machen. Anderes Beispiel. Wenn man nach Polen reist, nach Krakau, die alte Stadt der polnischen Könige, da gibt es das Schloss, was auf dem Wawel steht. Der Wawel ist halt der Hügel, dort, wo die königliche Burg sich erhebt. Und unter dem Wawel gibt es jede Menge an Höhlen und an unterirdischen Räumlichkeiten. Und da gibt es auch die Geschichte von einem Wawel-Drachen, der soll da gelebt haben. Und die Geschichte, obwohl die sich ja im 13., Ausgangs 13., Anfang des 14. Jahrhunderts abgespielt haben soll, die ähnelt sehr der etruskischen Geschichte.
Und wenn wir von Los Porsena reden, da reden wir von einer Zeit von etwa 900 vor unserer Zeitrechnung. Ja. Und aber wie gesagt, sagen wir mal, 1350 bis 1400 ungefähr, er soll halt eben auch ein sehr seltsames Wesen, eben ein Drache, die Gegend um Krakau terrorisiert haben. Der hat an dieser Höhle gewohnt und hat dasselbe gemacht wie dieses Tierchen da in Etrurien, hat also die Tiere angefallen, hat Karawanen aufgehalten, hat sich letztlich an Menschen vergriffen und brachte dort wirklich Handel und Wandel in Polen zum Erliegen. Also die Leute trauten sich nicht mehr auf die Felder, die Kaufleute unternahmen keine Kaufreisen mehr. Da drohte natürlich eine Hungersnot, da drohte die Versorgung zusammenzubrechen. Wer da meint, dass das vielleicht übertrieben sei, sollte sich mal mit der Geschichte der Bestie von Gévaudan, die ist sehr gut dokumentiert in Südfrankreich in den Jahren 1764 bis 1767 beschäftigen. Da tauchte ein wolfsähnliches Geschöpf auf, was über 100 Menschen getötet und 75 weitere zum Teil schwerst verletzt hat. Und da hat sogar der König seine besten Jäger und am Ende sogar ein ganzes Regiment von Dragonern, also berittenen Schützen, geschickt, um diese Bestie zu erlegen. Also da sieht man mal, wie wichtig das war, weil wenn da etwas auftauchte, was sozusagen die offizielle Macht bedrohte, ja, die weltliche Macht bedrohte, dann fühlten die sich alle herausgefordert. Und so war das halt in Polen auch. Und der polnische König hat also dort seine besten Ritter gegen dieses Tier losgeschickt. Aber seltsamerweise schien das immer die Gefahr zu wittern und wich halt diesen Konfrontationen aus, um dann wieder an einer anderen Stelle zuzuschlagen. Und er hat dann unangesehen der Person sogar einen großen Preis ausgesetzt. Also ich glaube, 10.000 Dukaten sind das wohl gewesen, also schon eine erhebliche Summe für jeden, der diesen Wadeldrachen zur Strecke bringt. Und da ist der Überlieferung zufolge tatsächlich ein Schusterjunge gekommen und hat gesagt, er macht das. Also er will nur sicher gehen, dass er wirklich diesen Preis bekommt. Und der König persönlich hat ihm das zugesichert. Und da hat der Schusterjunge eine Ziege geschlachtet, hat die Haut der Ziege mit Schwefel und Salpeter ausgestopft und hat sie dahingestellt, wo dieses Tierchen üblicherweise seinen Wildwechsel hatte. Und das hat natürlich auch die Ziege verschlungen. Wer jetzt sagt, ja, Moment mal, das klingt sehr nach Märchen. Bitte mal im indonesischen Archipel, man muss nicht selber hinreisen, aber einfach mal ein paar Filme auf YouTube sich über die Komodowarane anschauen. Das sind ja auch solche Drachen, die es heute noch gibt, ja. Was die mit einer Ziege alles so machen können. Also das passt dann schon von der Größe her. Und jedenfalls hat dieser Wawel-Drache die Ziege halt verschlungen. Das ist ihm nicht gut bekommen. Er ist natürlich an dem Schwefel und Salpeter reingegangen. Die Legende sagt, er hätte so einen Durst gekriegt, dass er in die Weichsel gegangen wäre und so lange getrunken hätte, bis er geplatzt ist. Na, auf jeden Fall, der Schusterjunge hat seinen Preis gekriegt, wurde ein wohlhabender Meister in der Stadt und das Thema war geklärt. Auch hier sehen wir drittes Beispiel aus unseren Breiten, also vom mediterranen Raum angefangen, über den deutschen Raum mit Siegfried bis hin eben in den slawischen Raum nach Polen. Ja, der Drache ist also hier in unserer Gegend nicht so sehr der Freund. Ja, der ist eigentlich der hütet zwar immer so wichtige Sachen, ja, entweder Schätze oder auch Wissen, aber der ist weniger zugänglich und wird meistens so als aggressiv beschrieben. Ja, der geht halt liebend gerne mal auf die Leute los. Und da könnte ich mir vorstellen, das mögen Beschreibungen sein, wo unsere Vorfahren sozusagen auf die letzten der Dinosaurier getroffen sind. Ja, also auf bestimmte Dinosaurierarten, die man eben als drachenförmig da erkannt hat, Überlebende, die nun lange nach den offiziell beschriebenen Zeiten immer noch existiert haben, kann man natürlich sagen, das ist bloße Spekulation, würde ich dagegen halten. Die Kryptozoologie kennt ja Beispiele, die auch nachgewiesen worden sind. Quastenflosser ist ein besonders schönes. Ich glaube, da sollte vor 56 Millionen Jahren sollte der ausgestorben sein, bis man ihn dann irgendwann Ende 50er, Anfang 60er Jahre vermehrt mal vor den Philippinen aus dem Meer gezogen hat. Bei den Fischereiarbeiten, wo man festgestellt hat, oh, das Tierchen existiert ja immer noch, das schwimmt ja immer noch munter durch die Weltmeere. Und so hat man bis jetzt auch etliche Arten wieder verifizieren können, wo man eigentlich gedacht hat, dass die längst ausgestorben seien. Warum sollte das nicht auch mit solchen Reptiloidenwesen passiert sein, die vielleicht in bestimmten begrenzten Refugien überlebt haben? In Afrika gibt es auch heute solche Beschreibungen, Zentralafrika vor allen Dingen, Republik Kongo, aber auch im Niger gibt es bis heute so Beschreibungen über solche Wesenheiten, die dort wohl noch leben sollen, die auch im Wasser noch leben. Und da könnte ich mir vorstellen, dort gibt es vielleicht noch Populationen. Genauso diese Beschreibung von Nessie, wenn wir mal nur Schottland so Monster nehmen, das ist ja auch immer so, das Monster, das war die Leute erschreckt, soll ja als erstes ein Mönch gewesen sein, der es gesehen hat und dann aber hier mit dem Kreuz und
dem entsprechenden Sägen wieder in das Meer getrieben oder in die See getrieben hat, dann in Loch Ness. Also auch dort wieder der heilige Vater sozusagen, der Mönch, der heilige Mann, der vertreibt das Böse. Aber nichtsdestotrotz, Nessie ist ja bis heute noch da. Man hat inzwischen immer mehr Evidenz gefunden, dass da wirklich was ist. Der Loch Ness ist ein sehr spezielles Biotop. Er ist sehr tief, also man hat bis heute nicht genau feststellen können, wie tief der See ist, also wo die tiefste Stelle ist. Er sammelt sozusagen am Boden auch Sedimente. Das heißt, was einmal im Loch Ness versinkt, gibt der See nicht wieder her. Ah, das ist also so eine ganz eigenwillige Geschichte. Das Wasser ist sehr trüb durch diese vielen Schwebstoffe. Das heißt, man hat also auch relativ wenig Sicht unter Wasser und hat eben aber festgestellt anhand von Radarechos, da schwimmt irgendwas. Und da gibt es halt auch die These, dass es eine kleine Gruppe von Plesiosauriern oder vergleichbaren amphibischen Saurierwesen sei, die dort zeitweise im See lebt, weil der Loch Ness hat ja auch eine Verbindung ins offene Meer, dass die möglicherweise im Salzwasser leben. Man hat das verglichen so mit den Lachsen, ja, die leben ja auch im Ozean, kommen aber dann sozusagen zum Laichen an ihre Geburtsorte wieder zurück, also wieder in die Flüsse. So ähnlich kann das dort sein, also dass wir da wirklich noch Biotope haben, wo solche Wesenheiten am Leben sind. Also es gibt auch Berichte aus Russland bzw. der früheren Sowjetunion, von jenseits des Ural, an der Dwina, am Ob, am Jenissee, selbst am Baikal soll es solche Wesenheiten geben, die da gesichtet worden sind, wo man eben auch im Weitergehenden sagen kann, ja, Drachen, dort haben aber die Schamanen zum Beispiel am Baikal, die haben also auch ein sehr intensives Verhältnis dort mit diesen Wesenheiten, die verehren die sogar. Auf der anderen Seite, also alles, was so Richtung Ulan-Ude geht, das sind halt eher Buddhisten, die, ja, die akzeptieren es, aber die wollen das nicht ganz so. Sie wissen aber auf der Westseite, das sind so Bön-Leute und die haben wirklich mit diesen Wesen dann ein sehr, sehr spezielles Verhältnis. Also das kann man natürlich sagen, dass zum einen ein kultureller Einfluss eine Rolle gespielt hat, also über die Religion, dass man also solche Wesenheiten verdammt hat, weil die Schlange allgemein ist ja bei uns hier im Westen etwas Negatives, im Asien und im Rest der Welt eigentlich nicht. Und das würde ich denken, führt dazu, dass man eben die Drachen hier in unserer Kultur eher negativ sieht und halt auch zum Teil fürchtet oder bekämpft, während in anderen Ländern oder sagen wir, anderen Regionen, anderen Kulturen dort eher der positive Aspekt im Vordergrund steht und man versucht also sozusagen auch die Kräfte dieser Wesen für sich nutzbar zu machen oder sie günstig zu stimmen, ja, um von ihren Fähigkeiten zu profitieren. Das könnte ich mir vorstellen, wenn man über die Drachen spricht, dass man das eben mit berücksichtigen soll, gerade in welcher Kultur, in welchem Kontext ich mich gerade bewege. Ja, und ich finde, das ist auch total wichtig, weil, also wenn ich mir das auch angucke, sozusagen über die ganze Welt verteilt, wie häufig die verehrt werden, und wir machen das halt eben nicht, aber wenn man sich dann die biblische Geschichte anguckt von Adam und Eva und wie die Schlange sozusagen jeweils irgendwann mal Eva verführt hat und gesagt hat, beiß doch ab von dem Apfel, beiß doch den ab, ne? Also das denke ich mir auch immer, das ist eigentlich total schade, weil wenn es ein Wissensbringer ist, was in der Geschichte ja dann immer noch so ist, der Apfel ist ja Wissen und dann ist auch Ja. die Schlange noch ein Wissensbringer, aber wir haben das sozusagen kulturell irgendwie verdreht und sagen Ja, dann, das ist immer das Negative. man könnte natürlich sagen, in dem Fall, wenn man jetzt, das finde ich jetzt völlig interessante Ergänzung. In dem Fall, wenn man eben diese alttestamentarische Stelle nimmt und sagt, ja, die Schlange hat doch gesagt, beiß mal in den Apfel, ja, und dann erlangst du Wissen. Da haben wir doch genau die Fähigkeit, für die Nagas oder die Drachen oder die fliegenden Drachenschlangen, wie man es auch immer nennen will, in den anderen Teilen der Welt bekannt sind und für diese verehrt werden. Sie bringen Wissen, sie bringen halt Unterstützung, sind eigentlich sowas wie der Prometheus in der griechischen Mythologie, aber erinnern wir uns, bei den alten Griechen wurde der Prometheus von den Göttern grausam bestraft dafür, dass er den Menschen das Feuer als das Wissen gebracht hatte. Und den Eindruck habe ich hier in der Religion, also in den Buchreligionen auch. Also die Schlange sagt ja, wisse und ne, iss den Apfel, also wisse, und dann wirst du sozusagen frei. Und wenn ich aber weiß, und das denke ich, kann man auf unsere heutige Zeit, also kann man auf jede Epoche nutzen, Menschen, die wissen, die glauben eben nicht mehr so einfach. Und Menschen, die nicht mehr so einfach glauben, sind halt eben weniger beeinflussbar, sind weniger steuerbar, weniger beherrschbar, sondern die kennen ihre eigenen Kräfte, die kennen ihren eigenen Weg. Und ja, wenn ich aber ich sag mal, in der Religion bereits verankere und sage, ich bin dein Gott und du sollst keine Götter haben neben mir, weil nur ich kontrolliere dich, nur mich verehrst du gefälligst und nie jemanden anders. Also ich bin sozusagen der Ausschließliche, der ein Einziger und wehe nicht. Dann muss ich natürlich sagen, dann brauche ich Glauben.
dann brauche ich kein Wissen. Weil wenn dann jemand die Welt erkannt hat, dann sagen die, nee, du bist doch gar nicht der Einzige. Du bist bloß so ein Egoist, der sagt, ich bin der Einzige, sondern es gibt doch ganz andere neben dir. So, und da wird es natürlich dann problematisch. Ja? Und also zumindest für den, der diese Auffassung vertritt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, ist es eben gerade durch diese Buchreligion in dieser Richtung so verdreht worden, wie du das eben auch gesagt hast. Ja? Nun, kann man aber sagen, auch diese Drachen, die existieren in Regionen, die, und ich sage jetzt bewusst, existieren in Regionen, die zutiefst christlich oder auch muslimisch sind. Und ja, einige von unseren Zuschauern, vielleicht auch sehr viele, haben sich vielleicht, wenn sie sich mit grenzwissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, auch schon mal mit den Riesenpyramiden in Visoko beschäftigt, also im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, heute Bosnien-Herzegowina, wo es ja auch Ausgrabungen gibt. Man will ja wissen, was mit diesen Pyramiden passiert ist. Oberirdisch ist es momentan ein bisschen schwierig. Da gibt es halt mit den Behörden entsprechende Probleme. Unterirdisch hat man ein großes Tunnelnetz entdeckt, die sogenannten Raphne-Tunnel, die jetzt Stück für Stück wieder ausgegraben werden und von denen man festgestellt hat, dass sie vor circa 30.000 Jahren bewusst verfüllt worden sind. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, aber man hat sie eben verfüllt. Und momentan gibt es eben Grabungsteams, die diese Tunnel Stück für Stück wieder freilegen. Und interessanterweise, diese unterirdische Welt, in die die Forscher dort eindringen, die hat offensichtlich Bewohner. Wir hatten ja im Vorgespräch uns kurz mal drüber unterhalten. Es gibt einen guten Bekannten, guten Freund von uns, den Stefan Paul Gruschwitz, der lebt dort unten. Diese Suche, der ist da unwahrscheinlich gut vernetzt, hat ein wunderschönes kleines Hotel, die Pyramidenlodge, direkt am Fuß der Sonnenpyramide von Visoko. Also man hat 150, 200 Meter bis zum Gipfel. Also lohnt sich für jeden, der dort sich mal damit beschäftigen will. Stefan steht ganz tief in der Materie, hat unwahrscheinlich gute Verbindungen dort vor Ort, ist da bestens vernetzt. Und dank ihm können wir auch mit unseren Gruppen, weil ich mit meiner Frau zusammen auch schon etliche Reisegruppen dorthin begleitet, kann man mit diesen Gruppen, aber natürlich auch individuell unter seiner Führung in diese Raffnetunnel hineingehen und zwar zu außergewöhnlichen Zeiten. Also nicht, wenn die einfach zur Besichtigung offen sind, sondern man kann da abends hineingehen für Meditationen. Man kann mal ausprobieren, wie das ist, wenn man in völliger Dunkelheit dort sitzt. Wir haben es dann immer mit den Gästen so gemacht, am ersten Abend blieb es Licht an, na, damit man sich erstmal an die Umgebung gewöhnen Erstmal konnte. gewöhnen, genau. Erstmal schauen und ab dem zweiten Abend wurde es dann ausgemacht und man konnte sich dann wirklich mal in dieser absoluten Stille, in dieser absoluten Dunkelheit mal sich sozusagen umschauen oder auch in sich hineinschauen. Es ist aus meiner Sicht faszinierend, wie schnell man unter solchen Umständen lernt, sich auch an dieser Pechschwärze zu orientieren. Also man sieht dann nach einigen Minuten, also mal Viertelstunde, 20 Minuten, sieht man dann doch relativ gut, also jetzt nicht so klar wie eben, wenn Licht ist, aber man sieht Schemen, man sieht Bewegungen, das funktioniert alles. Ja. Und wir haben natürlich dort Meditationen gemacht. Es gab Gäste, die, sagen wir mal, begabt waren im spirituellen Sinn, also die Fähigkeiten hatten auf der energetischen Ebene Wesenheiten und Energien wahrzunehmen. Und die haben schon am ersten, zweiten Abend gesagt, ja, hier unten sind Präsenzen, also hier sind solche Wesen, solche Drachen, die wohnen hier, ja, und die beobachten uns auch. Und Stefan hat das bestätigt, er sagt, ja, also das ist so, also, das wissen die Einheimischen, dass diese Drachen dort in diesem Höhlensystem zu Hause sind. Interessanterweise, sowohl in der feinstofflichen Welt, sie können aber auch in unsere Welt kommen. Denn wir haben ein Erlebnis gehabt mit der Gruppe, da haben diese Drachen alle gesehen, also auch meine Frau und ich. Und die waren in unserer physischen Welt da, haben sich uns, die wir da in dem Gang saßen, so bis auf 2,5, 3 Meter genähert. Die sehen sehr interessant aus. Also der eine ging so ein bisschen ins Grünliche, was so dieses Schuppen- und Federkleid anbetraf, der andere so zwischen rötlich und bläulich changieren. Sie waren interessiert, aber sie waren neutral. Sie haben einfach mal geschaut. Was machen die da hier, die Zweibahner? Und als die festgestellt haben, die benehmen sich, die machen ja keinen Schaden, dann ja, waren sie zufrieden und sind halt wieder gegangen. Ja? Also es war hochinteressant, diese doch recht ja, beeindruckenden Wesen. Der Große war vielleicht so ja, 6, 6,5 Meter lang, der Kleinere so um die 4 Meter. Also das ist dann schon interessant, wenn man das in diesen Tunneln dort sieht. Das war, sagen wir mal, ein nachhaltiger Eindruck. Ja? Je respektvoller man mit diesen Wesen umgeht, na, je zurückhaltender man auch agiert, umso, sagen wir mal, problemloser ist auch der Kontakt mit ihnen. Ne? Wenn man aber so als überaus neugieriger Forscher oder vielleicht sogar beutegieriger Schatzjäger da in ihre Refugien eindringt, das bedeutet Ärger.
Ja, das sollte man sich bewusst sein. Ja, aber dort, wie gesagt, kann ich wirklich auf eigener Erfahrung sagen, ja, diese Wesenheiten sind nicht nur mythologisch, die gibt es noch. Ja, und sie haben eben sozusagen ihre eigene Welt, wobei sie offensichtlich nicht nur Gestaltwandler sein können, sondern eben auch Dimensionswechsler. Und das ist schon bemerkenswert. Ja. Und ich finde es auch so faszinierend, weil das sind ja drei Pyramiden und ich habe letztlich mal wieder nachgucken müssen, weil ich habe das vor 2 Jahren, habe ich das angefangen, mich da einzulesen und letztlich kam mein Drache wieder und ich dachte mir so, warum ist denn das so wichtig? Warum soll ich denn da unbedingt hin? Und dann habe ich mir mein Zeug wieder rausgeholt und meine so, ach stimmt, weil ich konnte mich erinnern, die eine Pyramide ist die Pyramide der Sonne, dann die Pyramide des Mondes und die Moment ist. dritte ist die Pyramide des Drachens. Und ich habe so Genau. gedacht, jetzt weiß ich, warum ich da hin muss. Ah, so cool. Deswegen fand ich das umso besser, dass wir heute dieses Gespräch haben und dass wir heute mal dieses Thema angehen, weil ich das super schön finde. Also, dann haben die sozusagen da schon ihr eigenes Zuhause mit den Pyramiden und den Energiefeldern dann da auch. Was auch interessant ist, und wenn du dort jetzt selber vor Ort bist, dort einfach mal mit dem Stefan sich vielleicht ins Benehmen setzen. Der hat, wie gesagt, sehr gute Kontakte vor Ort, unter anderem auch zu einer muslimischen Glaubensgemeinschaft, und zwar zu Derwischen, den El-Kabir. Die haben dort ihr Ordenshaus, die Tekia in Visoko. Hochinteressante Leute, insbesondere der Anführer dieser Gemeinschaft, der Sheikh, wie er halt genannt wird. Das ist ein Mann, der hat wirklich außergewöhnliche spirituelle Kräfte, ist aber auch im Alltag ein ganz, ganz bodenständiger Typ, mit dem man sehr viel Spaß haben kann, mit dem man sich hervorragend unterhalten kann. Also Englisch funktioniert, Serbokroatisch funktioniert, Deutsch funktioniert auch ein bisschen. Und er steckt voller Erzählung, Schnurren. Und er hat dann auch mal gesagt, ja, also ihr wundert euch hier vielleicht, warum meine Männer für eure Frauen dort Platz machen, warum die sich halt auf den Boden setzen und die Frauen dürfen halt auf den Stühlen oder auf der Bank sitzen. Das ist ja bei eurem Bild mit dem Islam gar nicht so vereinbar. Und sagt, das ist bei den anderen hier auch nicht so in der Gegend, auch bei uns ist das so. Ich dachte, ihr müsst verstehen, hier in der Gegend leben überwiegend Muslime. Und wir gehen spiritueller Arbeit nach, also müssen wir halt natürlich die Religion berücksichtigen, also sagen wir auch, wir sind Muslime. Ich sagte, wenn wir jetzt im Süden wohnen würden, also in Herzegowina, bei Mostar, wo also die Mehrzahl der Bevölkerung Katholiken sind, da würde man eben sagen, ja, wir sind ein katholischer Orden. Aber das hat überhaupt spielt keine Rolle, weil uns gibt es ja schon seit über 30.000 Jahren, weil wir halten nämlich mit den Kollegen da im Berg die Waage. Ne? Wir passen also aufeinander auf. Fand ich mega spannend. Aber er ist wirklich ein guter Heiler, das muss man echt so sagen. Und auch jemand, der ich würde sagen, in Asien, in Indien würde man sagen, der so über gewisse Cities, also Gaben verfügt. Der taucht dann schon mal oben an der Lodge auf, und wenn man dann fragt, oh, gar kein Auto gesehen, wo steht, ach, oh, den habe ich da hinten geparkt. Na, dann macht er dort, was er machen muss, und unterhält sich, und dann trinkt er seinen Kaffee oder seinen Tee, und dann ich muss wieder gehen, und zack, ist er verschwunden. Ja? Also keine Rede mehr vom Auto. Ja, also der kann das auch ohne. Ne? Also ganz, ganz spannend. Und dort so ein Besuch bei ihm in der Tekia rate ich auf jeden Fall, weil da hat man noch ein bisschen mehr Verständnis, was auch diese lokalen Überlieferungen, Legenden angeht, wie die Einheimischen das Ganze sehen und was sich dort wirklich dahinter verbirgt. Ja. Und ich finde das auch faszinierend. Gerade eben hatten Sie erwähnt, dass es auch bewusst vor 30.000 Jahren sozusagen verschüttet wurde. Das gibt ja dann sofort den Parallelprozess zu Göbekli Tepe. Das ist ja auch bewusst verschüttet worden. Das war vielleicht ein bisschen zu unserer Zeitrechnung früher gedacht, nicht zur gleichen Zeit. Das haben Sie ja immer noch, glaube ich, noch gar nicht richtig analysiert, wann es verschüttet wurde. Aber das ist ja auch spannend, was wir dann so denken, okay, wenn es dann auch so Ordensstrukturen gibt, die sagen, okay, wir halten die Waage und wir wissen, die Wesen sind da und wir sind sozusagen wie die kleinen Aufpasser gerade. Die müssten doch dann auch schon ein paar Wissensstrukturen darum haben, weswegen das verschüttet wurde. Also die Überlieferungen sind eigentlich so, dass man damit Anlagen vor Naturkatastrophen bewahrt hat, denen man nicht ausweichen konnte. Also wir haben eine ähnliche Struktur, das ist jetzt eigentlich erst in den letzten beiden Jahren so wirklich durchgedrungen in Großbritannien. Und zwar, ich denke, Stonehenge kennt jeder. Ja, das ist ja auch so die Touristendestination, auch für alle, ich sag mal, Neopaganen, Neoheiden, ja, die da ihre Sonnenwendrituale feiern. Und man hat aber vom British National Heritage Trust festgestellt, die haben dankenswerterweise so 15 Quadratkilometer um Stonehenge aufgekauft, so peu à peu von den Bauern, und untersuchen das Ganze jetzt unter anderem mit dieser neuen LIDAR-Technologie, also wo man wirklich sehen kann, mit dieser Kombination aus Laser und Radar, was unter dem Boden ist. Und da hat man festgestellt, dass also das heutige Stonehenge, was wir sehen, das ist wahrscheinlich das Modell. Ja, die eigentliche Anlage, die ist unten drunter und ist 18 Mal größer.
Ja, die ist auch verschüttet. Und dort könnte man eine Parallele ziehen, wenn man jetzt, sagen wir, Großbritannien sieht, aber auch den Nordseeraum. Da gab es mal ein Reich, das bezeichnet man im englischsprachigen Raum als Doggerland. Das ist bei uns kaum bekannt, weil wir verwenden für diese geografische Region einen anderen Begriff. Wir reden vom Skagerrak. Bestes Beispiel die Schlacht bei Jütland da, die große Schlacht, Seeschlacht im Ersten Weltkrieg zwischen der britischen Flotte und der deutschen. Sagen wir, es ist die Skagerrak-Schlacht. Die Engländer sagen, es ist die Schlacht von der Doggerbank, ja, weil die nutzen halt diesen Begriff. Die Doggerbank übrigens sollen die höchsten Erhebungen, die höchsten Berge von Doggerland gewesen sein. Und Doggerland ist im Zeitraum von vor etwa 10.000 Jahren bis vor etwa 3.000 Jahren peu à peu in der Nordsee versunken. Durch die moderne Entwicklung in Bezug auf die Unterwasserarchäologie hat man jetzt festgestellt, es gibt in diesem Doggerland Straßen, die teilweise perfekter sind als im Römischen Reich. Es gibt Städte, die vergleichbar sind mit dem alten Athen oder dem alten Rom, aber die hatten keine Umwallungen, also keine Mauern. Das heißt, es war eine friedliche Zivilisation. Und man hat jetzt festgestellt, dass die frühen Doggerländer Mammute domestiziert haben. So ähnlich wie man jetzt in Südostasien noch bis ins Beginn des 20. Jahrhunderts vor der großen Technisierung Elefanten verwendet hat als Arbeitstiere. Das haben die mit Mammuten gemacht. Aber die Wissenschaftler, mit denen wir da korrespondieren, von der Universität Leiden, von der Universität Oxford, die sich da sehr stark machen für die Erforschung, die sagen, naja, Mammute, das konnten wir jetzt komplett beweisen wissenschaftlich, also das können wir auch offiziell sagen, aber wahrscheinlich haben die Doggerländer so vielleicht sogar Dinosaurier domestizieren können. Da müssen wir aber noch so ein paar DNA-Abgleiche machen, ein paar Proben auswerten, dass wir es dann auch wissenschaftlich eben ganz wasserdicht machen können. Dann kann man dort einen Schritt weitergehen. Vor 2 Jahren gab es die erste große Ausstellung über Doggerland. Die war in Holland im Rijksmuseum in Leiden. Da hat man sich bewusst erstmal auf die steinzeitlichen Themen konzentriert. Man bringt also jetzt so Stück für Stück den Leuten nahe, dass es da schon mal eine ein sehr altes Land, eine sehr alte Zivilisation gab, weil wenn wir Doggerland auf der einen Seite sagen, müssen wir auf der anderen Seite natürlich Atlantis sagen. Weil wenn wir die Überlieferung von Platon lesen, dass Atlantis eben aus 10 großen Königreichen bestand und das, was die meisten mit Atlantis assoziieren, also diese Insel mit dieser ringförmigen Hauptstadt, das war ja nur der Sitz des Hochkönigs, das war ja nur die Hauptstadt aller 10 Königreiche. Aber wie gesagt, es gab 10 davon. Und eines dieser Königreiche war offensichtlich Doggerland. Ja, ein anderes vielleicht, das, was wir dort mit Basilea gleichsetzen, wo vielleicht auch der skandinavische Raum und Teile Osteuropas dazu gehört haben. Es hat sicherlich Reiche gegeben, die das alte Ägypten, Teile des heutigen Nordafrika bis hin ins Zweistromland umfasst haben. Und dort hatten wir ja diese große Zäsur vor rund 10.000 Jahren, dieser Planetoideneinschlag im Bereich der heutigen Karibik, der auch einen Teil der heutigen USA gezeichnet hat. Also Stichwort das Carolina-Trichterfeld, ja, also dort diese Einschläge von diesem Planetoiden. Und der hat ja diese Katastrophe ausgelöst, in deren Folge dieses atlantische Großreich untergegangen ist. Und dort, wie gesagt, haben wir eben diese Überreste, dass halt bestimmte Sachen verschüttet oder geschüttet worden sind, um sozusagen das Wissen und auch die Anlagen entsprechend vor Schaden zu bewahren. Interessanterweise in Südfrankreich, im Bereich der Pyrenäen, gibt es halt eine unterirdische Stadt, die wird Otanica genannt, die soll eine atlantische Schutzstadt sein. Da gibt es auch Wesen, die könnte man ja auch so als Nagas bezeichnen. Da sagen aber die Forscher, die dort das Glück hatten, in diese Anlage vorzudringen, die sagen ja, das ist eher aber so eine Art Bioroboter, also so eine Art Androiden, die für die Instandhaltung dieses unterirdischen Schutzraumes da zuständig sind, der sich in einer Art Standby- oder Ruhemodus befindet. Und das soll, wie gesagt, auf atlantische Zeit zurückgehen. Und dort lagert noch Technik, dort lagert noch Wissen. Weltweit soll es solche Schutzstädte geben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man von einer ja, globalen Katastrophe ausgeht, und es hat ja im Zuge unserer Geschichte nicht nur eine gegeben, also nicht nur Atlantis ist versunken, sondern reden wir mal von Lemurien. Also wenn wir gerade im südostasiatischen Raum sind, und bei den Nagas. Lemurien ist heute bei uns im Westen noch sehr umstritten. Ja, wird darüber spekuliert, ob das vielleicht eine Kopfgeburt der Theosophen um die Helena Blavatsky ist. In Indien und Südostasien sieht man das ganz anders. Das Dort Standard. heißt das Ganze
Kumari Khan dann. Und die Menschen in Südindien, also den Bundesstaaten Maharashtra und Kerala und Karnataka und Tamil Nadu, die sagen, unsere Vorfahren, die sind von Kumari Khan dann hierher gekommen, als dieser Kontinent unterging. Und in der Tat, es sind gerade auch die Tamilen völkisch verwandt mit den Aborigines in Australien und sogar mit den Melanesiern in der Südsee. Das funktioniert ja nur, wenn dort irgendwo mal wirklich ein intensiver Kontakt da war. Und da funktioniert nur über Land. Aber Kumari Khan Damm soll sich eben von Madagaskar im Westen bis Australien im Osten erstreckt haben. Und viele Überlieferungen, die man mit den indischen Epen verbindet, also gerade auch mit Mahabharata und den anderen großen Epen, die sollen sich also nicht im Gebiet des heutigen Indien abgespielt haben, sondern eben auf Kumari Khan Damm, in einem anderen Weltzeitalter, also einem anderen Yuga. Und dort ist es auch interessant, dass die Nagas, also diese Gestaltwandler, diese Reptiloidenwesen oder diese Drachen in diesen Schriften ebenfalls erwähnt werden und dass die halt eben auch unter den Menschen wandelten. Und es gab sogar Naga-Rishis, also Weise dieser Wesenheiten, die eben auch als Kulturbringer bis heute noch im südostasiatischen Raum ihre Berechtigung haben und entsprechend verehrt werden. Ja. Und ich finde es auch faszinierend, weil wenn ich jetzt so die Verbindungen ziehe, auch auf Malta, die Tempelanlagen, die Ja. unter der Erde sind und. Also es war immer eine Vorbereitung da, habe ich das Gefühl, aber wenn auch die Wesen da sind und ob das jetzt Drachen sind oder andere Wesen, die als Unterstützung auch mit reinkommen, die sind ja wahrscheinlich dann auch wie so ein, auch selbst wie so eine Warnstruktur, so von wegen, Leute, ihr Ja. müsst jetzt mal aufpassen, jetzt müsst ihr langsam mal dafür sorgen, dass hier irgendwas gemacht wird, damit Ja. nichts sozusagen verschwindet, sondern erhalten bleibt. Auch wenn wir es jetzt aus unserer Perspektive erst langsam wieder hochholen und tendenziell vielleicht noch nicht alles verstehen, aber ich habe schon das Gefühl, also dass vor allem Drachen jetzt Ja. wiederkommen oder zurückkommen oder sich mehr in Anführungsstrichen zeigen. Die müssen sich ja Ja. nicht zeigen im Sinne von physisch, aber wenn man sich auch zum Beispiel Medien anguckt, also Filme, wie viele Serien es über Drachen gibt, wo ich mir immer denke, weswegen ist das gerade so wichtig, also dass es gerade so wiederkommt. Ja, also bestes Beispiel für so eine Blockbuster-Serie, wo also die Drachen ja gar nicht wegzudenken sind, Game of Thrones. Ja, also dort, na, da waren Drachen weltweit, ja, dann plötzlich wieder bekannt. Und das hat natürlich eine Zeitqualität. Ja, weil wir sind in dieser Übergangszeit aus dem Kali-Yuga in halt ein neues Weltzeitalter. Und sowohl in Südostasien als auch in Lateinamerika sagen die Naturvölker, die autochthonen Völker, ja, es ist die Zeit, wo das alte Wissen wiederkehrt und wo das alte Wissen auch seinen angestammten Platz wieder einnehmen wird. Und dazu gehört natürlich auch das Wissen darum, dass es außer uns weitere Zivilisationen auf dieser Welt gibt, die vielleicht schon viel, viel länger hier sind und die sich einfach nur zurückgezogen haben, als wir meinten, wir müssten die ganze Erde mit unserer Art und Weise übernehmen. Die gesagt haben, dann lasst die erstmal sich die Hörner abstoßen, ja, die werden schon wieder zur Vernunft kommen und wenn sie dann soweit sind, ja, dann können wir immer noch mal drüber reden, ob wir friedlich koexistieren, ja, bevor sie dort irgendwelchen Unsinn machen. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch diese Hinweise, dass diese Wesen eben offensichtlich in den Dimensionen wechseln können, da haben wir auch viel in der Mythologie der Kelten, aber natürlich auch des alten Irland, des alten Schottland. Dort haben auch diese Wesen die Gestalt wandeln können. Dort auch teilweise, die uns nicht so unbedingt wohlgesonnen sind. Zum Beispiel die Kelpies, also diese Wasserpferde, die man da in Schottland hat. Da stehen wir bei denen ja auf der Speisekarte, wenn wir uns da nicht so vorsehen. Oder der Tubuka, der halt so da gerne mal einsame Reisende erschreckt oder so. Also das sind auch so Wesenheiten, gut, wo dann sicherlich auch eine gute Portion von unserer Sichtweise wieder mit drin ist in diesen alten Überlieferungen. Aber auch das zeigt, dass es diese Wesenheiten nach wie vor in der Präsenz gibt. Egal, ob man sagt, das ist jetzt rein energetisch oder ob man sagen kann, gerade wie in Bezug auf Nessie, ja, diese Saurier-Geschichten, dort gibt es tatsächlich physische Lebewesen, ne, die ebenfalls in unserer Welt existieren. Also das, denke ich, haben wir beide Einflüsse. Und letztlich aber, wenn wir von Drachen oder von Nagas reden, reden wir von einer intelligenten Spezies, einer sehr alten Spezies. Mancher mag jetzt vielleicht sagen, ja, vielleicht sind es doch die Anunnaki, ja, die spielen jetzt auch plötzlich wieder eine sehr, sehr große Rolle. Das stimmt, die Ja, kommen oft. der Begriff, der ja eher aus dem Zweistromland kommt und natürlich auch mit Charles Berlitz und seinen Forschungen da und seinen Büchern verbunden ist, wo man heute vielleicht auch ein bisschen was anders drunter versteht als zu Berlitz-Zeiten, wo ich aber sagen muss, natürlich durchaus möglich, dass diese Anunnaki eben auch so Gestaltwandler waren oder auch einfach die Möglichkeit haben, mit den Menschen auf psychischer Ebene zu interagieren und eben dafür zu sorgen, dass die Menschen dann etwas sehen, was sie einordnen können. Denn der menschliche Verstand kann eigentlich nur das erfassen, mit dem er schon mal zu tun gehabt hat und dann halt abstrahieren. Wenn es jetzt
ich sage, übertreibe es jetzt mal, wenn es Außerirdische gibt, die in einer Form existieren, die für uns völlig unvorstellbar ist, die könnten sich unter uns bewegen, ohne dass sie überhaupt auffallen würden, weil wir würden sie einfach nicht wahrnehmen. Tiere würden sie vielleicht spüren, das mag was anderes sein, weil Tiere sehen ja auch einen ganz anderen Frequenzbereich und hören einen anderen Frequenzbereich als wir. Da mag es noch Hinweise geben, aber wir selber würden dann wahrscheinlich dran vorbeilaufen oder vielleicht auch mittendurch und hätten überhaupt kein Verständnis, dass da wirklich jemand ist, der vielleicht mit uns Kontakt aufnehmen möchte oder so. Und deswegen diese Fähigkeit, eben Menschen auch Dinge sehen zu lassen, die sie einordnen können, die sie verstehen können, auf diese Weise dann mit den Menschen zu interagieren, könnte ich mir vorstellen, das ist etwas, eine Fähigkeit, über die diese Wesenheiten auch verfügen. Ja? Weil manchmal mag es ja auch sein, dass die wirkliche Gestalt für den Menschen so furchteinflößend ist, dass er entweder mit Flucht oder mit Aggression reagiert. Ja? Aber das ist ja auch wieder so ein Schutzmechanismus, den wir Menschen dann auch haben. Diesen Angstfaktor, der tendenziell überhaupt nicht notwendig ist. Wenn ich jetzt noch mal kurz zurückgehe, was Sie schon gesagt haben, da gucke ich jetzt gerade so, wir haben jetzt einmal den Wissensbringer, den Kulturbringer. Was ich aber immer noch kenne, sind die Drachen als Heiler. Also, dass es auch so einen Heilungsbereich gibt. Was gibt es denn vielleicht darüber zu sagen und gibt es noch irgendwas, was für Eigenschaften auch Drachen haben können? Ja, also das mit den Heilungen, das würde ich jetzt schon mit in diesen Wissensbereich hineinpacken, ja. Also dass sie auch Möglichkeiten haben, die auch technisch gesehen jetzt oder auch vom medizinischen gesehen weit über das hinausreichen, was wir jetzt sowohl in der alternativen als auch in der Schulmedizin haben, sondern dass es da Dinge gibt, die ja für uns wie Wunder wirken, aber wir wissen nur, jede weit entwickelte Technologie, weit genug entwickelte Technologie unterscheiden wir nicht mehr von Magie. Nehmen wir einen Menschen von vor 100 Jahren und der kannte schon das Auto oder sagen wir 120 Jahre, der wusste, dass es da so eine spuckende Kiste auf vier Rädern gibt, dass er ohne Pferde fährt und dann zeigt man ihm mal dieses Keyless-Card-System eines modernen Autos, also ich berühre das Auto und die Tür ist offen, ja, oder ich berühre das Auto und es startet. Ja, das ist natürlich, das muss Magie sein. Ja, nein, es ist einfach Technik. Und so ähnlich würde ich auch dieses Wissen dort und diese Möglichkeiten der Nagas bzw. der Drachen einstufen. Die können sehr hilfreich sein. Das findet man vor allen Dingen im asiatischen Bereich, wo sie also Leuten helfen, die jetzt unverschuldet in Not geraten sind, durch ein Unwetter, durch einen Felssturz, durch einen Unfall, was auch immer, die sich dann halt bei diesen Nagas wiederfinden und von denen sozusagen gepflegt werden, bis sie halt wieder gesund sind, was überwiegend in sehr kurzen Zeiträumen passiert, also was auch eben auf eine sehr hochentwickelte Heilkunst hindeutet. Ja, was sie noch können oder was sie noch sind, ja, Glücksbringer. Ja, also gerade im ostasiatischen, im chinesischen Bereich, aber auch in Vietnam und Thailand, der Drache ist Symbol für Glück. Ja, das ist auch Symbol für materiellen Wohlstand. Also sie hüten offensichtlich auch Zugänge zu sehr umfangreichen Ressourcen oder zu uralten Schätzen. Und das Ganze macht gerade in Südostasien ihre Faszination mit aus. Ja. Definitiv. Und gibt es noch irgendwelche Informationen zu? Ich höre immer was von 10 Chakren der Welt. Also die Welt ist ja ein lebendes Wesen und hat auch Energiepunkte. Und dass die Drachen auch mit dazugehören, diese Bereiche zu schützen oder auch zu energetisieren. Gibt es da noch irgendwas, was so erzählt wird? Ja, ich hatte ja von dem Wawelhügel gesprochen. Interessanterweise gibt es da eine Legende, die man im christlichen Polen eigentlich gar nicht so vermuten würde. Ich hatte schon erwähnt, unter dem Wawelhügel gibt es sehr viel unterirdische Gänge und auch Hallen. Und da gibt es die Geschichte des ersten polnischen Großkönigs, der eigentlich aus sehr prekären Verhältnissen kam. Also sein Vater war ein sehr schwacher Herrscher. Und als junger Mann hat dieser künftige Großkönig mehr Zeit im Exil verbracht als in seiner Heimat. Aber was die Historiker erstaunt, er war von seiner Mission, eben Polen zu einen und der erste König aller Polen zu werden, also diese streitenden Sippen da an die Kandare zu legen und dort wirklich eine Nation zu formen, na, ein einiges Polen. Er war so überzeugt, dass es ihm tatsächlich am Ende gelungen ist. Nur er selber hat es anders erklärt. Er sagte, er hat eine Vision gehabt und zwar eine, die ihn absolut überzeugt hat, dass es seine Bestimmung ist. Und zwar soll sich unter dem Wawel in einer dieser großen unterirdischen Hallen etwas befinden. Das hat er beschrieben als eine schwarz schimmernde Säule.
Und diese Säule bezeichnet er als Chakram. Interessanterweise sagt er über den Ursprung dieses Chakrams, was er selber darüber erfahren habe, dass die Gottheit Shiva, das war es plötzlich im Hinduismus, also wir reden vom christlichen Polen, aber wir sind plötzlich beim Hinduismus, die Gottheit Shiva sei lange vor den ersten Menschen über die Erde gewandelt und habe 7 solcher schwarzen Steine auf der Welt verteilt. Das seien diese Chakrams. Und dieser Begriff Chakram ist nicht lateinisch, der ist nicht polnisch, der kommt eigentlich aus gar keiner europäischen Sprache, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Verballhornung von Chakra ist, also von diesen Energiepunkten der Erde. Und dieser Chakram, der existiert wohl bis heute dort in dieser Halle, die allerdings nicht zugänglich ist. Interessanterweise hat man beim Bau der polnischen Königsburg unmittelbar über dieser Halle eine unterirdische Kapelle angelegt, in der ein Abbild dieses schwarzen Steins, einer schwarzen Säule, dort aufgestellt ist. Wenn man sich ein bisschen mit Hinduismus beschäftigt, der Gott Shiva, der Wandler oder der Transformer im Hinduismus, wird im Hinduismus sehr oft in Form einer schwarzen Säule verehrt. Manche sagen, es wäre ein Phallus-Symbol, wäre ein Fruchtbarkeitssymbol, kann man darüber diskutieren, aber es ist diese schwarze Säule. Und interessanterweise hat dieser polnische Großkönig beschrieben, dass er als Jugendlicher den Zugang zu dieser Höhle da gefunden hat. Dieser Chakram habe so geheimnisvoll aus sich heraus geleuchtet, sodass er gar nicht anders konnte, als ihn anzufassen. Und dann habe dieser Chakram ihm sozusagen sein Leben und seine künftige Bestimmung enthüllt. Also man könnte sagen, direkter Kontakt in die Akasha-Chronik, also direkter Kontakt ins Weltgedächtnis, gezielt auf denjenigen Bediener dieser Apparatur abgestimmt. Also was ist deine Bestimmung, wo geht es für dich hin? Das, wie gesagt, die Legende um diesen Chakram. Wir haben als sozusagen physischen Beweis diese unterirdische Kapelle. Die ist Jahrzehnte oder Jahrhunderte, kann man sagen, Jahrhunderte lang, aber auch noch in den letzten Jahrzehnten, selbst zur Zeit von Volkspolen, war das ein beliebter Wallfahrtsort für die Einheimischen. Man ist da hingegangen, wenn man irgendwelche Wehwehchen hatte und um Gesundheit gebeten hat, um Genesung gebeten hat. Und das hat in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch funktioniert. Man hat sogar eine ganze Anzahl von Spontanheilungen oder ja im kirchlichen Wortgebrauch Wunderheilungen festgestellt. Aber man muss dazu wissen, der polnische Klerus in Krakau, der ist, wie man so schön sagt, päpstlicher als der Papst. Also die sind sehr traditionell und dass da irgendwie sowas aus dem Hinduismus da unter ihrer Burg und dann noch in der Kapelle und verehrt und wundert, na, das wollten sie nicht. Also da hat man dann nach der Wende hat man das eine Weile noch zugelassen, dann hat man die Kapelle verschlossen, die war dann nur noch mit Führung zugänglich, zwischenzeitlich wohl gar nicht mehr. Die Einheimischen sind dann immer zumindest an die Außenwand der Kapelle gegangen und haben sich da halt dran geschubbert, ne? Also dass sie dann den Segen auf die Weise bekommen. Inzwischen steht da wohl Security und passt auf, dass man da nicht zu nah an diese Wand herankommt. Also gut, vom Kulturhistorischen kann man es verstehen, weil die müssen ansonsten immer wieder restaurieren. Aber interessant, wie man mit so einem Erbe umgeht. Und laut der Aussage dieser Legende soll also, wie gesagt, der Chakram in Krakau einer von 7 sein. Andere sollen sich eben hier am Untersberg, wieder andere in Südamerika oder in Südfrankreich und so weiter, also in allen Teilen der Welt befinden. Und das wäre dann so diese Idee mit den Chakren, die gerade angesprochen wurde von Ihrer Seite. Ob es jetzt 7 sind oder 10, da würde ich nicht unbedingt drüber streiten wollen. Aber was hatten wir denn gerade über den Wawel erfahren? Da gab es einen Wawel-Drachen, der auch da unten lebte. Na, also in der Hinsicht könnte man schon sagen, dass diese Wesen vielleicht auch die Schutzgeister oder die Hüter dieser Orte sind. Denn an denen gibt es sicherlich nicht nur den Zugriff auf dieses universelle Wissen, sondern an denen gibt es vielleicht auch den Zugang zu anderen Dimensionen. Und das sollte ja nicht in falsche Hände geraten. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Übersetzung, weil wir ja sagen, in vielen Geschichten immer die Drachen, die schützen die Schätze. Und die Frage ist immer, was ist unser Bezugsrahmen zu Schatz? Wir denken vielleicht nur an Gold, aber es kann ja alles andere ein Schatz sein, richtig, Portal richtig sein, Dimensionswechseln etc. Genau. Und ich glaube, da ist auch noch viel drin, was noch erfahren werden kann, was wir alle noch feststellen können und was wir noch lernen können. Aber ich finde das total spannend. Ja, und ich finde es auch wieder spannend zu erleben, wie viel wir alles nicht in unseren Geschichtsbüchern oder in den typischen Sachen, die man so ausleihen kann, mitkriegen und wie dieses Wissen dann trotzdem noch seinen Weg nach oben findet, aber teilweise immer noch sehr verschüttet ist. Ja, das ist es. Das hängt einfach, wie gesagt, damit zusammen mit den kulturellen Prägungen, die wir halt haben. Wie gesagt, über die Nagas zu lesen oder zu schreiben, das ist in Indien oder auch in Indonesien, von China reden wir gar nicht, das ist Folklore, das gehört einfach dazu. Da schönes Beispiel.
Moderne Zeit. Ja, Hongkong. Wer mal nach Hongkong kommt, da gibt es diese Häuser, die nach energetischen Prinzipien, also wir würden sagen Geomantie, die Chinesen nennen es Feng Shui, gebaut worden sind. Und an einem der beliebtesten Badestrände von Hongkong, da steht ein großer Bau, der ist teilweise Hotel, teilweise Bürokomplex, aber auch Residenz. Und mitten in diesem Bau ist ein großes Rechteck ausgespart. Also da hat man wirklich Wohnraum oder Nutzfläche verschenkt, aber es ist dieser Durchgang durch diesen Bau. Und was man vielleicht jetzt als auf den ersten Blick als Laune eines exzentrischen Architekten dort durchgehen lassen würde, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck dieses Feng Shui, weil die örtliche Legende sagt, auf dem Berg hinter diesem Badestrand, da wohnt ein Drache. Und der Drache geht gerne mal diesen Berg runter und unten in der Bucht baden. Also nicht nur die Einheimischen machen das, sondern der Drache macht es auch gern. Und wenn man ihm jetzt sozusagen ein Haus in seine Flugrichtung, in seinen Weg da setzt, das könnte ihn erzürnen. Aber wenn man ihm sozusagen seinen Weg offen lässt, ne, dann wird er friedlich bleiben und dann passiert auch den Einwohnern des Hauses und den Hotelgästen und den Leuten, die dort ihre Geschäfte haben, passiert auch nichts. Deswegen hat man das ausgespart. Also da haben wir wieder den Drachen und eben auch, dass man bis heute in modernen China das entsprechend schätzt und sich auch dran hält, ja? Dass man diese Koexistenz da ist. Und deswegen sage ich, dass in vielen Kulturen selbstverständlich ist, das werden wir uns erstmal jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so Stück für Stück wieder erarbeiten müssen. Denn wenn etwas passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist es eine relativ gründliche Separierung von unseren Traditionen, von unseren Wurzeln. Ja, wenn ich sehe, wie viele Bräuche, die ich in meiner Kindheit noch kannte und die man noch gefeiert hat, na, was alles völlig selbstverständlich war, wie sehr sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten aufgelöst hat in Beliebigkeit, wie sehr da auch andere Bedeutungen reingekommen sind, weil ja Halloween, süßes oder saures, ja, aber dass das eigentlich mal ein keltisches Ritual gewesen ist, das eine völlig andere Bedeutung hatte. Ja, wer weiß das schon. Ne? Langsam kommt es wieder nach oben, da stimme ich vollkommen zu, aber da ist noch viel zu machen und auch bis die Drachen halt wieder sozusagen die Anerkennung hier in Europa erfahren, die ihnen eigentlich gebührt, ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber wir machen ja jetzt schon den ersten Schritt, dass da wieder ein bisschen mehr Sind, denke ich, wir passiert. sind auf dem richtigen Weg damit, ja. Weil auch, wie gesagt, das gehört zur Tradition, das gehört dazu. Und egal, ob ich das jetzt einfach nur mal von der wissenschaftlichen, in dem Sinne hier, von der kryptozoologischen Seite sehe und sage, Mensch, da gab es vielleicht noch Wesenheiten, die haben viel länger gelebt, Arten, die haben viel länger auf dieser Erde überdauert, als man das bisher angenommen hat, ist ja an sich schon mal spannend. Oder ob ich dann wirklich sage, ja, das mag nur ein Aspekt sein, sondern wir haben auch noch diese intelligenten Wesen, das ist vielleicht der Hinweis auf eine vorzeitliche Zivilisation, die in Teilen heute noch besteht und von der wir gegebenenfalls auch noch lernen können. Ja. Das sind wirklich fantastische Möglichkeiten, die sich dort eröffnen und dort in Kontakt zu diesen Wesen herzustellen und sozusagen dann auch von dem Wissen, das sie hüten, zu profitieren, mit ihnen gemeinsam vielleicht auch eine völlig neue Art der Koexistenz zu finden. Das sehe ich als durchaus lohnenswert. Ja, und gibt es da dann gleich Ideen, wie man das machen könnte? Also ich sehe das immer so, was können wir Drachen Gutes tun? Ja, zum einen, bestes Beispiel, was wir jetzt erwähnt haben, gerade mit Visoko, man kann sie ja mal besuchen gehen. Ja, und dann kann man dort versuchen, mal Kontakt aufzunehmen, mal sehen, was sich daraus ergibt. Ja. Man kann natürlich auch mal die Refugien in Südostasien oder auch in Mittel- und Südamerika, da haben wir jetzt relativ wenig drüber gesprochen, aber auch dort kann man zu den entsprechenden Plätzen gehen, zu den Tempeln, die sozusagen Portale sind in ihrer Welt und kann dort versuchen, mit ihnen direkt Kontakt aufzunehmen. Also das ist etwas, was aus meiner Sicht jeden möglich ist. Und ja, wenn man so in einem Gebiet zu Hause ist, wo man eben noch von solchen Wesen hört, wo man sagt, da hat es mal was gegeben, da war ein Lindwurm irgendwo im Wald oder da gab es einen Drachenhorst oder was auch immer. Ja, vielleicht geht man dahin und zu bestimmten Zeiten, also zu diesen alten Hochfesten unserer Vorfahren und hinterlässt da ein Schälchen Milch oder eine kleine Gabe, was auch immer. Vielleicht bringt es irgendwas. Man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ne? Definitiv und auch wichtig. Also es gibt ja wirklich viel Potenzial, was wir noch tun können. Und ich finde es auch wichtig, dass man da einfach immer, also dass wir einfach drüber nachdenken und uns mehr wieder damit beschäftigen. Weil ich glaube, dieses verschütte Thema, wir geben in unserem ganzen Alltag, machen wir alles Mögliche, aber irgendwie dann doch nichts. Aber der Tag ist dann vorbei, wir gehen schlafen und dann fängt das alles wieder von vorne an. Und dann denke ich mir immer so, eine Kleinigkeit einfach mitzunehmen. Wie zum Beispiel vor unserem Interview habe ich eine Kerze angemacht, wo ich gedacht habe, es war heute wichtig. Irgendwie war eine Kerze wichtig. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, ich weigere mich nicht, wenn ich die Information bekomme.
Ja, genau. Also so diese kleinen Rituale und eben, wie gesagt, verschüttete Dinge wieder zu entdecken, sei es eben auch mal, sich mit der Heimatgeschichte seiner Region da auseinanderzusetzen. Das ist mega spannend, was da alles zutage kommt. Wir haben uns jetzt die letzten 4 Jahre durch die Einschränkungen, die es gab, ja auch sehr viel mit der sächsisch-böhmischen Geschichte beschäftigt. Das sind auch hochinteressante Sachen, die vom Erzgebirge erzählen, von der sächsisch-böhmischen Schweiz, vom böhmischen Paradies. Ja, da sind wir natürlich auch noch beim Platz, den ich da in dem Zusammenhang unbedingt noch erwähnen will, auch was die Drachen betrifft, nämlich, ja, da sind wir auch wieder bei den Vorurteilen. Es ist die Burg Hauska oder tschechisch Hradhuska. Die befindet sich im Český kraj, also im böhmischen Paradies. Ist eigentlich als Burg äußerst ungewöhnlich, weil sie liegt völlig abgelegen, bewacht jetzt keinen Handelsweg, befindet sich in einer Gegend, die für die Jagd nicht wirklich geeignet ist, hat keine eigene Wasserversorgung und ist eher so gebaut, als ob sie etwas drin halten sollte und nicht nach außen etwas verteidigen sollte. Ja? Spannend. Also schon praktisch genau die umgekehrte Funktion. Und da gibt es auch so eine Geschichte. Nämlich, dass ich eines Nachts, so etwa um 900 unserer Zeit, also im 10. Jahrhundert, habe sich dort in den Bergen des böhmischen Paradieses ein großer Schacht oder ein großer Spalt geöffnet. Das ist nicht ungewöhnlich. Es ist eine Karstgegend, also dass da mal so unterirdische Dolinen einbrechen und man plötzlich da eine Vertiefung hat oder ein tiefes Loch. Durchaus im Bereich des Möglichen. Was aber merkwürdig war, also war zum einen die große Tiefe dieses Loches und dass dann aus diesem Loch auch so geflügelte Wesen aufstiegen. Da sind wir wieder bei den Drachen, aber auch andere Wesen. Und die haben natürlich auch den Menschen dort nachgestellt, haben auch Haustiere dort oder Nutztiere halt geraubt und die Leute dort in Angst und Schrecken versetzt. Man hat natürlich versucht, dieses Loch zuzuschütten, was nicht funktioniert hat. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, man baut da ein Gottes Haus drüber und zwar eine Michaelskapelle, weil im Christentum, speziell im Katholizismus, ist der Erzengel Michael ja der Überwinder des Satans, der Überwinder der Schlange und der sollte sozusagen diesen Platz beschirmen und diese Wesenheiten da drin halten. Hat man gemacht, man hat diese Kapelle aufgebaut, man hat sie geschützt mit einer Wallanlage, mit einer Burg, die ist im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder umgebaut worden. Im 30-Jährigen Krieg auch weitestgehend zerstört worden. Es sitzt eine Räuberbande, man hat sie im 18., 19. Jahrhundert nochmal modifiziert, aufgebaut. Der letzte Eigentümer Anfang der 20er Jahre war der damalige Generaldirektor der Skoda-Werke. Da hat sich das als privat zugelegt, so als Sommersitz für die Familie. Ist 1945 enteignet worden. Dann hatte die Burg keine offizielle Funktion. Sie war nur ein Depot, wo man also Literatur und auch Kunstgegenstände der Museen aus Prag gelagert hat. Also es war einfach wirklich nur ein Depotgebäude. Nach 1990 hat man dann die Burg wieder restituiert, also den Erben dieses letzten Eigentümers zurückübergeben. Die haben jetzt in langjähriger Arbeit die Burg rekonstruiert, haben die zu einer Touristenattraktion gemacht. Man kann inzwischen dort heiraten, man kann Führungen machen. Die meisten sind in Tschechisch, aber es gibt auch so Merkblätter, wo man also auch unabhängig von der Führung selber sich die Burg anschauen kann. Sehr interessant, es gibt Mittelalterfeste, es gibt viele Angebote für Kinder. Das Einzige, was nicht geht, man übernachtet dort nicht. Ja, also keine Übernachtungsmöglichkeiten, sondern dies ist dann im nächstgelegenen Dorf oder in den Hotels in der Umgebung. Aber dort nicht. Auch nachts gibt es da keine Besatzung, die die Burg sozusagen bewacht, sondern es wird alles natürlich mit Alarmanlagen scharf geschalten und zwei scharfe Hunde, na gut, so scharf sind die nicht. Also bei mir kamen sie und wollten sich dann streicheln lassen. Ja, also die aber Hunde und kleine Kinder kommen immer zu mir. Jedenfalls, die bewachen dann sozusagen über Nacht die Burg. Ansonsten ist da keine Menschenseele. Und die Michaelskapelle, dieses mittelalterliche Bauwerk, kann man sich noch anschauen. Und man hat die Fresken im Innern dieser Kapelle dort wieder saniert und die sind außergewöhnlich. Also zumindest für eine christliche Kirche. Weil ich habe noch nie Motive gesehen in einer christlichen Kirche, die durch die Bank weg vorchristlich waren. Also da sieht man Szenen aus speziell der mediterranen Welt, also der griechischen Vorstellungswelt. Da gibt es Kentauren, also Wesen, halb Mensch, halb Okay. Pferd. Aber die sind überwiegend weiblich und die sind bewaffnet. Also die sind mit Pfeil und Bogen ausgerüstet oder mit Speeren Okay. und machen offensichtlich Jagd auf die Menschen da. Also ganz interessante Sachen. Dann auch so seltsame fliegende Wesen, erinnert so ein bisschen an Flugsaurier. Manche sieht auch so ein bisschen UFO-mäßig aus. Also ganz interessant, passt eigentlich gar nicht zu einer
zu so einer Kirche. Es geht auch in die Keller da hinunter, dem Vernehmen nach, wenn man sich mit den Kollegen dort, den Eigentümern gut stellt, kann man da wohl mal eine Spezialführung machen, wo man auch in die Burggewölbe hinuntergehen kann. Da gibt es wohl auch den Platz, wo diese Originalabdeckung noch da ist. Jetzt die letzten Gerüchte haben gesagt, ja, da ist wieder ein Riss drin, also irgendwas, ne? Weil Oh, die da Welt kommt ist gerade ja so wieder im was. Umbruch, Ja. da kommt wieder etwas. Also ist, denke ich, ein geschicktes Marketing, aber man sollte sich auf jeden Fall mal anschauen. Also Burg Huska lohnt sich oder Huska. Und es ist auch wieder ein Beispiel dafür. Da ist irgendetwas, ja, was da im Berg ist, da ist ein Zugang. Man hat das auch versucht zu erforschen, man hat also Strafgefangene da hinuntergelassen, aber die sind entweder wahnsinnig geworden oder kamen überhaupt nicht zurück. Und da hat man Wow. es dann auch aufgegeben. Und ja, das ist bis heute ein Platz, der zu Spekulationen einlädt. Ein guter ein Freund, ein Bekannter von mir, mein Verleger, der Werner Betz, der war mit seinem Team da, der beschäftigt sich so mit Portalen, mit Übergängen in andere Welten, hat dort gemessen, also mit ganz wissenschaftlichen Methoden, und hat gesagt, das sind tatsächlich Anomalien. Also was auch immer da ist, aber da ist tatsächlich unter der Burg und in der Umgebung, da gibt es was. Also finde ich mega spannend, aber das Tor zur Hölle, wie es so im Internet kolportiert wird, definitiv nicht. Das Tor zu einer anderen Welt, möglicherweise. Das Tor in die Welt der Nagas oder der Drachen, ziemlich wahrscheinlich, aber Ja. nicht das Tor zur Hölle. Aber es ist schön, wie wir dann immer wieder gleich so, es muss alles gleich wieder schlecht sein, es muss alles gleich wieder negativ sein, es Ja, wird alles hochgespielt, ne? aber es ist natürlich so, wenn ich eben die Betreiber sehe, die dann halt im ersten Kellergeschoss Satans Office eingerichtet haben. Ne? Also Sehr sozusagen lustig. Luzifers Ja. Büro mit Thron, mit entsprechend Leuchtern und so weiter und so fort. Ja, da gibt es natürlich dann auch wieder die Spekulation, ob sich da so ein moderner Hellfire Club oder was auch immer etabliert hat und so. Aber ich denke eher die Versuchung, natürlich die Legende entsprechend umzusetzen und dort auf die Weise halt auch die Neugier der Besucher zu erregen und halt möglichst viel an Touristen zu generieren, die dorthin Ja. kommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Besuch lohnt sich auf jeden Fall, ist wirklich empfohlen. Genau, und es ist ja schön, dass es so eine Menschen gibt, die sowas auch dadurch am Leben halten, auch wenn es Marketing ist, aber sonst würde es irgendwie verfallen, es würde wegfallen, keiner würde es Richtig, wissen, das richtig. wäre umso blöder. Also von Ja, daher ja. ist das gut. Ja. Und die Gegend um Hausgas selber, die eignet sich ideal zum Wandern. Es ist wirklich gut erschlossen, was Wander- und auch Radwege anbetrifft. Český kraj ist wirklich eine wunderschöne Ecke. Man kann dort vom Hotel bis zur Ferienwohnung, also findet man immer eine passende Unterkunft. Und man hat natürlich auch andere Möglichkeiten, das Ganze zu verbinden. Also wenn man sagt, ich mache mal verlängertes Wochenende da bei Hausgas, da gibt es natürlich noch in der Nähe Bestech, also diese riesen Königsburg, die Krone Nordböhmens nennt man es, oder die Königin Nordböhmens. Lohnt sich auf jeden Fall, das da zu verbinden. Ne? Das gleich mitzukommen. Gleich noch Reisetipps, das finde ich Ja, großartig. klar. Na, wenn, dann sollte man sich ja die Orte auch mal vor Ort anschauen. Und Genau. ja, und wenn es da welche gibt, die sozusagen direkt vor der Haustür liegen, umso besser. Ja. Ja, wenn man einmal da ist, gleich alles mitnehmen. Das finde ich aber auch. Das finde ich sehr gut. Sehr Genau. gut. Dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage heute. Und zwar, ich will ja natürlich wieder wissen, die Palmblatt-Bibliotheken, haben die denn auch irgendwas über Drachen? Haben wir da wieder irgendwas drin, was uns das erzählt? Die sagen dann vielleicht auch Nagas, die sagen dann nicht Drachen, aber kommt das in den Lesungen dann auch immer regelmäßig vor? Ja, definitiv. Also diese Wesenheiten, die werden in den alten Texten erwähnt, die Nagas werden beschrieben, so wie ich sie eben auch erwähnt hatte, eben als sehr, sehr weise, sehr auch spirituell hochstehende Wesen. Es gibt ja auch diese Naga-Rishis, ne? Also eben auch diese Seher oder die Weisen des Naga-Volkes. Und die finden sich in Großteil der alten indischen Eben, finden die sich halt wieder. Da gibt es auch bei individuellen Lesungen halt Beschreibungen, dass also bestimmte Leute dazu ihren Zeiten, also in vergangenen Leben, auch mal Kontakt dort in diese Welt gehabt haben oder Teil dieses Naga-Volkes gewesen sind, ein Leben dort sozusagen verbracht haben. Also man findet dann auch in den Palmblatt-Bibliotheken Bestätigungen dafür, dass in vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden die Welt der Nagas, also dieser Drachenwesen und die Welt der Menschen sehr eng verwoben gewesen ist. Dann habe ich jetzt doch noch eine Nachfolgefrage. Gibt es dann auch, wenn man diese Lesungen hat, da irgendwelche, weiß nicht, Beispiele, Merkmale an der Haut oder was auch immer, am Körper, wo die Leute auch eine Verbindung haben zu dem damaligen Leben und zu den Sachen? Ja, meistens ist es so, dass die Leute in diesem Leben sich gerne Reptilien halten oder eine sehr starke Verbindung zur Natur haben oder eben auch an diesem alten Wissen oder an solchen Plätzen sehr starkes Interesse haben, wo dann immer die Frage kommt, ja, ich war dann schon x-mal halt in Indien, aber immer nur im Nagaland, den Rest des Landes kenne ich gar nicht, was zieht mich da immer wieder hin oder eben in bestimmten Gegenden in Thailand oder dort, wo dann eben diese Wesenheiten verehrt man, was ist das, gibt es da eine Verbindung und dann kommt meistens auch Und dann kommt die das. entsprechende Antwort.
in Bezug auf die vorangegangenen Leben. Manchmal ist es auch so, dass es heißt, im heutigen Leben, das hat man jetzt kürzlich erst, da gibt es noch Wissen, was dort wartet, also man bestimmte Plätze aufsuchen soll, wo man dann also sich sozusagen Wissen aus vorangegangenen Leben wieder erschließen kann oder eben neues Wissen hier auf einen wartet, wo man dann eben an bestimmte Orte gehen kann, wo man dann dieses Wissen entsprechend vermittelt bekommt. Großartig. Oh, so spannend, so spannend. Ich finde es toll. Sehr schön. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Das war wieder super lehrreich und super wissenshaltig. Ich finde es jedes Mal wieder toll. Dankeschön für die Gelegenheit, das Wissen zu teilen. Und ich hoffe, wir haben hier mit unserem Gespräch den einen oder anderen inspiriert, zu sagen, also da gibt es so ein paar Plätze, da das schaue ich mir selbst mal an. Oder ich gucke jetzt einfach mal im Netz, was gibt es denn für Bücher, was gibt es denn für Beiträge über diese Drachenwesen. Gibt es vielleicht irgendwelche Filme, die ich mir angucken kann oder Beiträge bei YouTube, wo ich einfach noch ein bisschen mehr erfahre und ja am Ende ja vielleicht mal eine Reise unternehmen oder mich auf vor Ort, wenn man vielleicht beim alten Heimatforscher um die Ecke dann einen Dorfchronisten oder so um Ortschronisten findet, ja, da war doch irgendwas bei uns auch in der Ecke. Wenn man sich damit beschäftigt, das trägt auch dazu bei, dass dieses alte Wissen Stück für Stück wieder dem Vergessen entrissen wird. Genau. Und das wäre das höchste Ziel sozusagen, sage ich jetzt mal. Ja, darum Super. geht es. Ja, uns Genau. wieder mit diesen Wesenheiten, doch eben mit den Traditionen, mit den Überlieferungen, mit diesem alten Wissen zu verbinden. Genau. Super, Dankeschön. Ich danke für diese Möglichkeit und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Gruß an Genau. alle, die uns hier zugeschaut haben. Und vielleicht gab es ja eigene Erlebnisse mit diesen Wesenheiten Stimmt. im spirituellen Bereich oder vielleicht sogar persönliche Begegnungen. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir Genau. sind gespannt.